Hallo zusammen, hier ist Christa von Kastenwagentouren. Zusammen mit meinem Mann Volker und unserem Hund Joe nehme ich euch für eine Woche mit nach Ostfriesland. Wir haben unter anderem vor, die Meierwerft in Papenburg zu besuchen. Da haben wir eine Besichtigungstour gebucht. Und ansonsten werden wir in kleinen Etappen uns das eine oder andere Örtchen anschauen. Viel Spaß beim Mitfahren. Und was kaut der Mann da? Mauarm, wie immer. Ohne geht nicht. Ich freue mich total auf diese Führung in der Meierwerft. Bin total gespannt darauf. Und worauf ich mich noch ganz doll freue, Fischbrötchen, Krabbenbrötchen, jeden Tag. Ja, ich mach mit. Gut. Ja, und jetzt seht ihr mich hier sprechen und hört etwas anderes. Leider ist nämlich das Mikro ausgefallen. Wir sind in Papenburg gelandet, haben einen feinen Stellplatz gefunden und machen uns von hier aus jetzt mal auf in die Stadt. Denn ich habe einen wahnsinnigen Hunger und ich möchte unbedingt, ganz unbedingt ein Fischbrötchen haben. Mitten durch die Stadt verläuft der sogenannte Hauptkanal und die Straßenbezeichnung ist dann tatsächlich auch Hauptkanal rechts oder Hauptkanal links, je nachdem auf welcher Uferseite man sich befindet. Es ist richtig hübsch hier, es gefällt uns ausgesprochen gut und in dem Kanal liegt auch das eine oder andere Museumsschiff. Das werden wir uns sicher später noch anschauen. Und endlich sind wir am Fischlokal angekommen. Hier soll es jetzt endlich ein Fischbrötchen geben. Jetzt hoffe ich nur, dass das Ding auch auf hat. Aber irgendwie sieht das nicht so gut aus. Probe ergibt, es hat zu, so ein Mist. Tja, was mache ich denn jetzt? Da frage ich vielleicht mal diesen jungen Mann hier, ob der was dazu sagen will. Nee, scheinbar nicht. Joe und Wasser. Am liebsten wird er direkt in den Kanal springen. Der Kanal zieht sich durch die ganze Stadt und überall sind so kleine Klappbrücken. Das ist richtig nett hier. Suche geht weiter, Strandstulle Sandwich Manufaktur. Ob wir hier vielleicht fündig werden? Hey Leute, zu! Ich will ein Fischbrötchen. Die Hoffnung wächst, ein weiterer Eingang. Vielleicht kommen wir hier rein. Oh Leute, die haben echt auf und es gibt keinen Fisch, keine Krabben, nix. Mensch. In dieser schönen Mühle hier hinter mir, da ist die Touristeninformation. Da bin ich unten reingegangen und habe da gefragt, ob es hier irgendwo Fischbrötchen gibt. Nein, gibt es nicht. Also ein Drama ohne Ende. Aber dafür haben wir jetzt einen 10% Gutschein bekommen, um in ein Museum zu gehen, das hier sein soll, was sehr nett sein soll. Und davor soll es ein Gasthaus geben, in dem es zumindest Fisch gibt. Also, die Story geht weiter. Alles neu gebaut mit Eigentumswohnungen. Sieht ja echt schick aus hier. Ja, wie ihr gemerkt habt, tut das Mikro es wieder, aber das nutzt auch nichts, wenn der Wind da so reinpustet. Naja, wir haben ein Wirtshaus gefunden und es sieht fast so aus, als hätte es wirklich auf. Wollen wir doch mal schauen? Wir treten ein. Und schon bin ich wieder draußen. Warum? Naja, es hat zwar auf, aber Küche erst um 17 Uhr. Also was machen wir jetzt? Erst in die Erlebniswelt. Hier kann man sein persönliches Schiff bauen. Das mache ich jetzt. Und ich hätte gerne eine Brink. So sieht sie dann aus. Sie soll drei Masten kriegen. Und blaue Segel. Super. Ich habe es richtig gemacht, ein Putzhobel. Man muss die nämlich hier so lang schieben. Nee, ist kein Astlochbohrer. Okay. Ein Handbohrer. So, jetzt werden wir mal sehen, ob ich alle Aufgaben erfüllt habe und mein Schiff vom Stapel laufen kann.
So, was sagen Sie dazu? Sollen wir jetzt Fisch essen gehen? Machen wir das, okay? Ja. Seht, ich sitze drinnen. Endlich gibt es was zu essen. Endlich gibt es Fisch. Und das hier werde ich nehmen. Papenburger Matjestopf. Dann Prost. Das hat auch nicht geklungen. Seht ihr mein breites Grinsen? Ich habe endlich Fisch. Da liegen sie, die Matjes. Hm? Lecker. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Jetzt sind wir wieder an der Hütte. Hatten einen schönen Nachmittag. Tja, so geht unser erster Tag hier zu Ende. Volker liest ein bisschen, ich schneide Video und ja, ich bin zufrieden mit dem ersten Tag. Und du? Das war schön. Ja, das, ne? War richtig schön, ja. Hm. Papenburg ist eine nette kleine Stadt. Es gibt bloß keine Fischbrötchen. Ja, jedenfalls nicht zu der Zeit, wenn wir die suchen und wenn wir Hunger auf Fischbrötchen haben. Und morgen bin ich gespannt, riesig gespannt auf die Meierwerft. Ich auch. Ja, freut euch drauf, wir nehmen euch natürlich mit. Bis morgen, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Tja, leider ist ja heute irgendwie so regnerisch und trübe, aber so viel macht das nicht für uns, ne? Nö, wir sind unterwegs, wir sind unter Dach. Genau. In einer Werft, in der weltberühmten Meierwerft. Jawohl. Und ich bin gerade mit dem Joe schon gegangen, eine wunderschöne Runde durch den Stadtpark, allerdings im Regen. Und der Stadtpark ist natürlich jahreszeitgemäß noch nicht aufgehübscht, aber im Sommer stelle ich mir den toll vor. Und die Bushaltestelle habe ich schon entdeckt, wo wir nachher hin müssen. Ja, das ist toll. Und gar nicht so weit weg. Genau. Dann geht's nachher los. Wir nehmen euch mit. Bis gleich. Bis dann. So, auf geht's zum nächsten Highlight. Auf geht's zur Meierwerft. Jawohl, jetzt kommt die Premium-Tour Meierwerft-Besichtigung. Wir freuen uns. Aber etwa 30% der Mitarbeiter der Meierwerft sind Ostfriesen, verstehen sich eigentlich ganz gut. Etage und dann geht's weiter. Ja, das ist spannend. Vielleicht können wir in die Halle rein. Thank you.
Volkes bebändert. Meierwerft, Premium-Tour. Und dann sehe ich, du hast auch was gekauft. Ja. Nochmal zum Nachlesen. Und wenn wir das anderen erzählen, dass wir in der Meierwerft waren, die keine Ahnung davon haben, kann ich dir ein bisschen davon zeigen. Ja. Und wie hat es dir gefallen? Großartig. Ja, war interessant, ne? Ja, ich fand es. Ich hab's mir groß vorgestellt, weil wir ja schon mal hier waren und haben die AIDA gesehen. Aber wenn man da sieht, wie viele Rohre verlegt werden oder wie viele Kabel oder die Kabinen, die fertig angeliefert werden, dann geteilt werden und innerhalb von 30 Minuten da eingesetzt werden. Und dass die 1500 Ingenieure beschäftigen. Und das sind alles Größenordnungen, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht gesehen hat. Ja. Ich habe mich nochmal auf den Weg gemacht. Ich gehe nochmal ins Städtchen. Da sollen im Kanal nämlich noch ein paar schöne Schiffe liegen und die will ich mir noch anschauen. Bevor wir Papenburg verlassen, will ich euch nicht vorenthalten, wo unser Stellplatz ist. Ihr seht, er ist an einer relativ stark befahrenen Straße, aber sehr schön angelegt. Hier ist die Einfahrt. Auch wenn da Privatgrundstück steht, wenn man es gebucht hat, kann man einfach hier reinfahren. Und hier seht ihr dann die Stellplätze. Es gibt 4 befestigte Stellplätze. Der vordere ist mit solchen Matten, die anderen mit Kies, so wie hier bei unserer Lückenhütte, die hier steht. Jetzt zeige ich euch noch, wenn man mal hinten rumgeht. Achso, ja, hier genau. Seht ihr noch, dass da ein Schild ist. Wenn man reserviert hat, steht die Autonummer drauf. Und wenn man hier hinten rumgeht weiter, dann ist da so eine kleine Hütte. Und in dieser Hütte gibt es die Anmeldung und Infomaterial. Da ist das Infomaterial drin in dieser Box. Und wenn der Eigentümer nicht vor Ort ist, dann füllt man einen Zettel aus und tut das Geld mit dazu und kann sich hier anmelden. Hier seht ihr einmal die Konditionen. Februar 2023 ist der Stand. Und hier 3 Stromanschlüsse mit 6 Ampere abgesichert, ganz normale Steckdosen. Morgen. Wir gehen jetzt eine Runde durch den Stadtpark. Kommt ihr mit? Thank you.
Der Sonntagsspaziergang. Genau. Der Osterspaziergang. Der Sonntagsspaziergang Gut Altenkamp. Barockgarten. Da sind wir wieder im Auto. Und da sind wir wieder im Auto. Genau. Und weiter geht's nach Wehna zum alten Stadthafen. Jetzt sind wir in Wehna am alten Hafen angekommen und stehen hier direkt am Hafenbecken. Sehr schön. Die Sonne scheint immer noch. Die Laune ist bestens. Und wir gehen ein bisschen Richtung Städtchen. Guckt euch das an. Von 1902 ist dieses Boot. Landbodenschiff. Da steht dann eine Staatse Kerl. Ihr könnt, jetzt hält er die Frauen fest, statt denen zu helfen, den Korb anzuheben oder die Sachen zu sammeln. Nein, ich tröste die. Ach, du tröstest ja, die? Weil die so viel schleppen müssen. Ach, Volker tröstet sie, weil sie so viel schleppen müssen. Ja. Ja. Ich lese gerade, wie viel das war. Das war verdammt viel. Und dann mussten die die auf ein Pferdefuhrwerk heben. Na, das nenne ich mal eine gelungene Schaufensterausstattung. Der Frühling kommt. Ist es nicht herrlich? Jetzt sind wir am Sportboothafen von Wehna. Und irgendwo hier soll man auch mit dem Wohnmobil stehen können, aber das habe ich noch nicht entdeckt. Aber die Häuschen hier so am Wasser, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Rundgang beendet. Mal gucken, was die Männer machen. Da sitzt jedenfalls einer. Und da unten kommt der andere. Na, Joji?
Wisst ihr was? Ihr glaubt es kaum. Heute gibt es zum Mittag endlich Fischbrötchen. Nein, tatsächlich gibt es schon wieder keine Fischbrötchen. Wir haben schon wieder keine gefunden. Wena ist nett, aber da sind alle Bürgersteige am Sonntagmittag hochgeklappt. Also koche ich uns was. Dann wünsche ich mal einen guten Appetit. Lecker, lecker, lecker. Guten Appetit. Auch wenn es kein Fischbrötchen ist. Wir kriegen ja keins. Noch nee, nicht. Aber das wird sich bestimmt noch ändern. Ganz sicher, ja. Muss. Ja. Ich gehe jetzt noch mal mit dem Joe eine kleine Runde Richtung Deich. Damit er seine Abendrunde machen kann. Mhm. Ja, klar. Du gehst mit. Natürlich gehst du mit. So eine Runde. Ich gebe eine Runde Kackbeutel. Komm her. Für alle? Nee, nur für Joe. Keine Lokalrunde, Kackrunde. Ja. Tschö, bis nachher. Tschö, bis nachher. Bis nachher. Und jetzt würde ich so gerne auf den Deich und darf es nicht. Also musst du mal ganz kurz hier bleiben, dass ich wenigstens mal ganz schnell gucken kann. Bildern der jetzt fast untergehenden Sonne und dem Nicht-Deich-Spaziergang verabschiede ich mich jetzt auch von euch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns schon drauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Wenn es weitergeht durch Ostfriesland, dann werden wir weiterfahren Richtung Leer und Emden. Bis dahin, tschüss!